Der EU-Aufbauplan, das ist heute das wichtige Thema. Wir möchten natürlich auch von Ihnen wissen, welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch für Österreich und speziell natürlich für Wien? Ja, dieser Aufbauplan war ja ursprünglich angedacht als Unterstützung für die Länder der Europäischen Union, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Sie wirken aber jetzt natürlich ganz stark auch, was die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betrifft. Und wir in Wien haben großen Wert darauf gelegt, dass wir vor allem Maßnahmen finanziell unterstützen, die unser Ziel, dass wir 2040 klimaneutral sind, auch umsetzen können. Wir haben deshalb insbesondere auch Projekte, die wir sehr klimafreundlich sanieren wollen. Das ist zum Beispiel das Volkskundemuseum im 8. Bezirk oder beispielsweise auch die Künstlerateliers im Wiener Prater, die aus Anlass der Weltausstellung 1871 errichtet worden sind. Und wir wollen damit auch zeigen und Vorreitermodell sein, so wie auch bisher, dass wir mit historischer Bausubstanz sehr sorgfältig umgehen, diese aber auch sehr nachhaltig und klimafreundlich sanieren können. Ein wichtiges Projekt ist da auch das Institut für Präzisionsmedizin. Wir haben in Wien eine sehr hohe Kompetenz im Bereich Medizin und Pharmazie. Das wollen wir mit diesem Institut besonders ausbauen, in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, der Medizinuniversität, dem Allgemeinen Krankenhaus, weil wir da eine sehr hohe Kompetenz haben, um individuelle Behandlungsmethoden zum Beispiel bei der Krebsbekämpfung zu entwickeln. Wenn man sich jetzt den Aufbauplan ansieht, dann sind da Summen für Österreich von 3,5 Milliarden Euro geplant. Kann man da schon sagen, wie viel Wien dann als Bundesland speziell bekommen wird? Na, das ist deshalb schwer zu verorten. Ich kann das zwar bei den angesprochenen konkreten Projekten tun, zum Beispiel beim Institut für Präzisionsmedizin ist es eine Größenordnung von rund 75 Millionen Euro. Bei den Prater Ateliers sind es in etwa 11 Millionen Euro. Aber sehr wichtig sind ja auch diese Großprojekte, die für die gesamte österreichische Bevölkerung Gültigkeit haben. Ich denke da zum Beispiel an das Klimaticket oder auch an andere Maßnahmen wie die sozioökologische Steuerreform, die ja für alle Teile Österreichs Gültigkeit haben. Ein anderes großes Thema, was medial ja im Moment auch für viel Aufsehen sorgt, ist der Preisdeckel. Was sagen Sie da, wären Sie für einen nationalen Preisdeckel? Wie sind da Ihre Ansichten dazu? Ja, das war der Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass man die unterschiedlichen Vorschläge zu diesem Thema auf den Tisch legen soll und gemeinsam Bundesregierung, Bundesländer, Sozialpartner, aber auch die Europäische Kommission daran arbeiten sollten, einen gemeinsamen Vorschlag nicht nur anzudenken, sondern den dann auch umzusetzen. Ich glaube, das ist auch der Vorschlag von Professor Dr. Felbermayr vom Wirtschaftsforschungsinstitut, nämlich hier eine Deckelung für die absolut notwendigen Energiekosten vorzusehen, alles, was darüber hinausgeht, individuell abzugelten, dass das beispielsweise ein interessanter Vorschlag ist, an dem man sich auch orientieren kann. Aber prinzipiell haben natürlich viele Vorschläge, die jetzt am Tisch liegen, Vor- und Nachteile. Und da sollte man über Parteigrenzen hinweg, über Bundesländergrenzen hinweg, wie ich meine, vertiefend behandeln, diskutieren und zu einer Lösung kommen. Von Seiten der ÖVP gibt es ja Kritik. Karl Marra hat da angekreidet, dass die Stadt Wien ja der Alleineigentümer von Wien Energie wäre und schon selber Preissenkungen durchführen könnte. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Naja, das ist eben aufgrund des Wettbewerbsrechts nicht möglich und würde ja auch alle Energieformen umfassen und würde auch zu einer Verzerrung führen, die natürlich auch zu möglichen Beeinspruchungen führen würde. Das ist ja der Grund, dass wir in Wien schon im März als erste Gebietskörperschaft die Wiener Energieunterstützung auf den Weg gebracht haben und es haben 260.000 Haushalte jetzt schon 200 Euro überwiesen bekommen, beziehungsweise Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher 300 Euro. Und wir haben jetzt schon die Energieunterstützung Plus auf den Weg gebracht, wo manche Haushalte bis in den Herbst bis zu 1.000 Euro bekommen können. Also von daher ist ein direkter Eingriff nicht möglich. Das, was wir aber sofort gemacht haben, wie gesagt, als erstes Bundesland, als erste Gebietskörperschaft, dass wir eine entsprechende finanzielle Unterstützung vor allem für jene auf den Weg gebracht haben, die es besonders benötigen.
Marketing. Ein großes Thema, das haben Sie am Dienstag ja auch angesprochen, ist der gewünschte Preis oder auch Energiegipfel. Gibt es da jetzt schon weitere Entwicklungen? Wie ist da bisher das Feedback? Haben Sie da die Möglichkeit oder denken Sie, es wird möglich sein, die gewünschten Vertreter der Parteien, auch der EU, an einen Tisch zu bekommen? Ja, ich denke, durch die Impulse, die gesetzt worden sind jetzt in den letzten Tagen, ist zweifellos Bewegung in die Diskussion gekommen. Ich höre, dass schon sehr konkret daran gearbeitet wird, Vorschläge zu entwickeln, die auch umsetzbar sind. Also von daher bin ich sehr gespannt auf diese Vorschläge. Wir arbeiten auch auf Hochdruck in der Stadt Wien an inhaltlichen Vorschlägen, die wir gerne bei einer Diskussion dann einbringen.